Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege News. Heute mit neuem Hintergrund und leider ohne Chris. Ihr müsst euch leider mit mir zufrieden geben. Heute haben wir wieder drei Themen vorbereitet. Einmal die neue Roadmap zum vierten Jahr Rainbow Six Siege. Dann einmal den Tachanka Elite Skin. Und es gibt neue Infos zur neuen Season Burnt Horizon. Intro. Geht doch. Kommen wir nun zum ersten Thema der heutigen Folge. So wie es aussieht, haben wir die ersten Infos, was die neue Roadmap angeht, denn dazu kursiert seit wenigen Tagen ein Bild im Internet. Wie man schon die letzten Wochen über berichtet hat, wird uns die erste Season wahrscheinlich nach Australien führen mit zwei neuen Operatoren und einer neuen Map. Nähere Infos zur nächsten Season gibt es gleich noch im Anschluss. Der Roadmap zufolge wird uns in Season 2 ein deutscher und ein kanadischer Operator dem Team beitreten. Allerdings wird es hier keine neue Map geben, sondern ein Rework der Map Kanal, welches ja zu dem deutschen Operator passen würde, sowie auch zu den Gerüchten, die seit letzter Woche kursieren, dass an dieser Map gearbeitet wird. Hier ist davon auszugehen, dass die Map grundlegend verändert wird, welches ja auch sehr gut am Beispiel Hereford Base zu sehen ist. Bei dem Modus Bombe soll übrigens auf der Map-Kanal noch ein vierter Bombenspot hinzugefügt werden, bis jetzt waren es ja nur drei. In der dritten Season geht es für uns nach Viva la Mexico und dort begleiten uns zwei neue mexikanische Operator und es gibt eine neue Map. Und zu guter Letzt, in welchem Land gibt es billige Möbel und leckeres Essen? Richtig, Schweden. Dort geht es für uns in der vierten Season hin, in Begleitung von wieder zwei neuen Operatoren. Laut des Bildes zur Roadmap, welches ich übrigens hier mal einblenden kann, handelt es sich jedoch jeweils um ein Konzept. Das heißt, diese Infos, die sind noch mit Vorsicht zu genießen. Es ist aber davon auszugehen, dass diese auch so übernommen werden. Kommen wir dann nun zum zweiten Thema. Nach dem kürzlichen Release des Glass Elite Skins soll nur noch einer für Tachanka folgen. Den Gerüchten zufolge, dass Tachanka komplett überarbeitet werden solle, stimmen wahrscheinlich nicht. Stattdessen soll es halt wirklich nur einen Elite-Skin geben und meiner Meinung nach ist es echt fragwürdig, ob dieser Kollege hier so ins Spiel eingefügt wird. Aber mal sehen, was auf uns zukommt. Kommen wir nun zum letzten Thema der heutigen Folge und zwar Thema Nummer 3, die neue Season. Vor kurzem ist ein sehr kurzer und kleiner Teaser von Ubisoft aufgetaucht, wo es wohl überhaupt nicht schwer zu erkennen ist, worum es sich dabei handelt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wie ich es schon nach dem ersten Thema angedeutet habe, wird es jetzt die weiteren Infos geben zur neuen Season. Und zwar ist hier auch schon das erste Menübild aufgetaucht, welches ich dann mal hier einblenden kann. Wie es hier wohl unscheinbar zu erkennen ist, geht es hier nach Australien mit den zwei neuen Operatoren. Auf die zwei neuen Operator gehe ich jede Sekunde ein, nachdem ich euch jetzt hier das Titelbild der neuen Season gezeigt habe, welches den Namen Burnt Horizon trägt. Nun zu den beiden Operatoren. Und zwar, die beiden Operator stammen wohl aus der Einheit SASR, was so viel wie Australian Special Air Service Regiment bedeutet. Wie ja schon bekannt war, wird es hier einmal den neuen Angreifer Gridlock geben und die Verteidigerin Mozzie. Gridlocks Spezialfähigkeit ist ein rotes Netz, welches er auf dem Boden auslegen kann, mit dem Namen Red Rap Tracker. Wie viel Schaden dieses Netz verursacht, ist mir zumindest jetzt noch unklar. Aber dennoch ist dieses kleine rote Netz meiner Meinung nach ein gutes Gadget, um die Roamer des gegnerischen Teams zu ärgern. Auch hierzu habe ich ein Video gefunden, welches ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Da könnt ihr dann dieses Netz in Sekunde 50 sehen. Die neue Verteidigerin Mozzie soll ihrem Anschein nach Drohnen hacken können und gilt damals als Gegenpart zu Doc Heavy. Aktuellen Infos nach soll Doc Heavy ein Gerät aufstellen können, in dessen Wirkungskreis Drohnen hineinfahren können. Und wenn diese hineingefahren sind, kann Mozzie dann die Kontrolle der Drohnen komplett übernehmen. Mit der neuen Season soll er noch eine weitere neue Funktion hinzugefügt werden, welche sich besonders gegen Betrüger richtet. Demnach soll das Team, in dessen sich ein Cheater befunden haben soll, der auch schon gebannt wurde, die Elo-Punkte, sprich MMR-Punkte, komplett verlieren. Ich versuche das mal an einem kleinen Beispiel zu erklären. Wenn ihr jetzt mit einem Cheater zusammen gespielt habt, dieses Spiel auch gewonnen habt und dieser Cheater im Laufe der Season gebannt wird, dann, nur dann, verliert ihr dann eure gewonnenen Punkte aus diesem einen Spiel, welches dann so viel bedeutet, wie als hättet ihr überhaupt dieses Spiel niemals gespielt. Wie genau diese Funktion im Spiel rüberkommt, werden wir ja eben im Laufe der Season sehen. Das waren die drei genannten Themen zur heutigen Rainbow Six Siege News Folge. Ihr könnt gerne auf unserem Kanal weitergucken mit anderen News Folgen, vielleicht auch dem Rainbow Six Siege Best Of oder auch wieder ganz aktuell dem Resident Evil 2 Part mit der Kooperation von Umut. Und ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß auf unserem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern.
Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!